Die Nummer wäre die 1099. Jacoby, setz sie da ab. Kriegst du einen Scheifenpartner? Wir müssen den Typen suchen, Mann. Der ist vollkommen ausgerastet, als er gesehen hat, was wir mit seinem Auto gemacht haben. Der Officer, der gerade in den Streifenwagen einsteigt und losfahren möchte, bitte stehen lassen, das ist unser. Verdammte Scheiße, Mann, wir falsch in ihn reingefahren. Yeah. Wir wollen nicht stehen bleiben. Was ist jetzt mit ihm, Mann? Stehen bleiben! Police! Halten Sie das Fahrzeug an! Ganz schön heikles Manöver gewesen da gerade, Mann. Was? Naja, das, was Sie auf der Straße veranstaltet haben. Ich wäre fast in Sie reingefahren, Mann. Oh, tut mir leid. Oh nein, das seien doch wieder diese... Verdammte Scheiße, ich kenne Sie doch irgendwo hier, Mann. Ah, was du war? Bist der Ladenpisser. Unten diesen Dings runter. Verdammte Scheiße, steigen Sie aus dem Fahrzeug aus, Mann. Aber ich habe einen Termin. Verdammte Scheiße, du hast gleich ein paar mehr Termine, wenn ich dir ein paar Sternchen reinprügel, Mann. Okay, geh zur Seite. Wieso sollen wir zur Seite gehen, Mann? Wie soll ich aussteigen? Okay, geh zur Seite. Okay. Immer okay. Mit der Ruhe, bitte, okay? Okay. Okay, kein Grund für die Aufregung. Verdammte Scheiße. Was sollte das eben gerade? Hast du einen Führerschein? Ja, ich muss Essen ausliefern. Ich bin fast fuck. Ich muss sehr schnell sein. Ja, möchten Sie eine Fuckrolle? Ich will keine vollgesabberte Fuckrolle von dir, Mann. Die ist nicht vollgesabbert. Die ist vollgesabbert, so wie die letzte auch schon vollgesabbert war, Mann. Ja, sie hat schon wieder drauf gespuckt. Nur wenn ich weiß, für wen. Okay, ich hab's eilig. Was muss ich machen? Ich will einen Personalausweis sehen, Mann. Okay. Der ist im Auto. Okay. Okay. Jacoby, kommen Sie mal hier rüber, Mann. Jacoby, kommen Sie mal hier rüber, Mann. Verdammte Scheiße, Mann, der und seine scheiß Fast-Fuck-Rollen, Mann. Was ist denn das? Das ist diese komische scheiß Geschäft da oben. Ah, okay. Sei beschissen mit seinem scheiß gesabberten Rollen, Mann. Wir brauchen, um Ausweis auszuholen. Verdammte Scheiße, er hat ein dickes Portemonnaie, der muss das ganze Trinkgeld und so dabei haben. Okay, zwei Taschen, ja. Hier. Bitteschön. Mr. Morris, haben Sie auch einen Führerschein? Ja, war Führerschein. Ach scheiße, das ist der Führerschein, Mann. Haben Sie auch einen Personalausweis? Erster Tag, hä? Verdammte Scheiße, soll ich dir auf die scheiß Fresse hauen, Mann, für deinen frechen Spruch, Mann? Was soll denn das? Verdammte Scheiße, Mann. Vielleicht durchsuchen wir. Ich bin auch nur ein Mensch, Mann. Ich will meinen Führerschein wieder. Ja, kriegen Sie wieder, Mann. Wenn Sie mir den Personalausweis gegeben haben. Okay, Personalausweis. Hier, bitte. Scheiße, Mann. Alright, alright. Okay, Mr. Morris. Howie. Verdammte Scheiße, ich nenne Sie Mr. Morris, Mann. Ja, bitte, Howie. Howie ist wichtiger. Scheißegal, was wichtiger ist. Oh. Okay, jetzt können Sie zurück zu Ihrem Fuck-Geschäft. In Ihrem fucking Laden machen. Und wenn Sie uns nochmal vollgesabberte Frühlingsrollen verkaufen mit Ihren Fuckrollen, dann spucke ich Ihnen Ihre Suppe, Mann. Du hast schon in den Laden gepisst. Schlimmer wird's nicht. Ich habe hinter den Laden gepisst, Mann. Nicht in den Laden. Es kann schlimmer werden. Ich piss an dein Auto. Wenn du nochmal in meinen Laden pisst. Wenn du pissen an unser Auto, ich pisse dann auf dich. Ah, fick dich. Verdammte Scheiße, Mann. Jetzt rasten wir jetzt hier nicht mehr aus, bitte. Verdammte. Ruhig. Okay. Ist nur Motto. Von Fast Fuck. Siehst du noch andere Leute? Wir beruhigen uns jetzt, Mann. Howie, Mann. Bist du da in irgendeinem Triadenring drin, Mann? Nein. Du wirst auch nicht bezahlt, Mann. Doch. Warum lügst du uns denn an? Was? Wer ist der Chef? Welche Lüge? Welche verfickte Lüge? Wie oft lügst du am Tag, Mann? Manchmal. Okay, wer ist dein Chef? Ich glaube, er heißt E-Fuck oder A-Fuck. Ich bin mir nicht sicher. Dein Chef heißt E-Fuck?
Ich weiß nicht genau. Wir können nicht wissen, wie Chef heißt denn. Ich nenne ihn nur Chef. Er heißt halt Chef. Der kommt rein, schreit alle an. Der Typ ist Chef. Der, der reinkommt und sagt, mach Arbeit jetzt sofort. Sonst ramme ich dir Chopstick sonst wohin. Das ist Chef. Okay, der ist so wie ich, Mann. Das ist wirklich der Chef. Okay. Wie heißt der? Weiß ich nicht. Hast du sonst noch einen Kollegen oder so? Ja, seinen anderen Chef. Scheiße, Mann, die heißen jetzt aber nicht I-Fuck und A-Fuck, oder? Doch, kann sein. Scheiße, sicher, dass sie nicht A-Fuck und B-Fuck heißt, Mann? Nein, das ist albern. Das ist also albern, ja? Ja. BD 78 wartet noch auf Abholung am PD. Okay, jetzt ist Mr. Morris. Mr. Morris. Ja? Sie haben den ganzen Scheiß gefahren bekommen? Wie ein normaler Bürger. Ja, ein bisschen zu normal vielleicht. Nein, das ist willkürlich. Ein willkürlich. Auto rum. Polizeigewalt. Bitte anhalten, wenn ihr. Verdammte Scheiße, Mann, Sie sind weiß wie ein Käsebrot, jetzt labern Sie nicht rum. Alright. Kann ich fahren? Jupp. Yep. Sie können okay. Los, Mann. Okay. Fahren Sie. Okay. Leitstelle hört jetzt wieder. Ein ganz typischer, ganz komischer Typ. Leitstelle. Yep. Ich glaube, der hat einen 99 gesagt. Oder? Der hat 99 gesagt? Leitstelle, glaube ich, oder? Ich habe nur gehört, die Leitstelle ist wieder verfügbar, Mann. Der Captain Packer. Was, Mann? Auch nicht. Ja, welchen Kollegen setzen Sie denn ab? Ich setze den, 97 ab. Ja, alles klar. 97, dann mit der 87. Ja, das sind vier. Das ist unsere neue irische Kollegin. Ich kann ihr nicht leiden, aber der hat gestern gut schon Feuer bewiesen, Mann. Alien Presse. Alles klar, bis später. Bis dann, Mann. Okay. Lass mal Pause machen. Straße 14-7. Also der Kommunist hat vorhin die Dreistigkeit, Bus anzurufen, zu sagen, hol mich ab. Scheiße, Mann. Ziemlich heftiger Tag bis jetzt. Ja. Yeah. Scheiße, 99 in allen Einheiten. Wir haben hier hinten schon wieder Gruppe 6 am verfickten Taxistand, Mann. Halten Sie da mal ein Auge drauf. Ja, Check 97 und 92 kommen dazu. Hallo, die Herren. Guten Tag. Was geht, Mann? Was haben Sie hier hinten gemacht? Ja, wir haben uns mit den Bürgern unterhalten. Guck, ob bei denen alles gut ist. Da hinten ist irgendwie so ein. Was ist denn da hinten los, Mann? Ne, der verkauft da Walkmans und sowas. Ah, das sind diese Typen, wo verkaufen Gameboys und Walkmans. Mhm, ja. Schön ein bisschen Musik pumpen und so. Verstehe, Mann. Ich hab gedacht, Musik kann man nur hören, wenn nicht pumpen. Das meine ich ja. Ah, okay, Entschuldigung. Und sonst alles ruhig noch heute Abend, oder? Ihr wisst alles ruhig heute Abend, Mann. Wir haben heute schon Kommunisten in die Luft gejagt. Ja, wir haben verdammt nochmal ein Auto in die Luft jagen müssen, Mann. Oh, krass. Wir haben mehrere Leute verhört. Haben wir einen chinesisch sprechenden Polizisten? Also wieder schön aufgeräumt. Das ist alles Mögliche passiert jetzt gerade, Mann. Ist total verrückt gewesen. Mein Gott. Der Ire, Mann. Guten Abend. Ah jo, den gibt's. Warum? Ja, Richie, was wolltest du? Wir brauchen wen, dass das übersetzt. Jojo, bisschen auf den Straßen aufpassen. Okay. Ach so, der hat sich halt krank gemeldet. Da hinten ist auch so. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend. Ja. Bis dann, Mann. Da ist der komische Zufall, Mann. Ja, observieren Sie die, Mann. Scheiße, ja. Wir werden da mal hingehen, Oma.
Sie bleiben mal ein bisschen auf Abstand und observieren. Die sind bei diesem Food-Typen da, ne? Ja. Yeah. Das sind kein Food-Typen, das sein der Walkman-Verkäufer oder so. Gameboys und Walkman zu Kram. Verdammte Kacke, Mann. Oha. Da ist der Captain. Scheiße, was macht Gruppe 6 hier, Mann? Ja, auf jeden Fall. Mitarbeiterakquise. Ja. Scheiße, Mann, die nächsten Mitarbeiter können öffentlich lesen oder so. Ja, genau deswegen wollte ich ja gestern mit ihnen reden, aber irgendwie gab es einen Zwischenfall, Mann. Was für ein scheiß Zwischenfall, Mann. Die haben mit einer Waffe auf mich gezielt. Das war ein Missverständnis, das habe ich ihnen schon mal versucht zu erklären, aber irgendwie sitzen bei deinen Kollegen irgendwie die Knüppel locker. Ich weiß nicht. Scheiße, gab's denn ein Missverständnis dann im Krankenhaus nochmal, Mann? Chef, was denn, Bobby? Ich hab grad ein Gespräch, Mann. Was willst du denn schon wieder? Verdammte Scheiße, Sie sind hier der Geschäft oder was, Mann? Ja, natürlich, was haben Sie denn gedacht? Verdammte Scheiße, Mann! Was haben Sie denn gedacht? Wer soll denn Abend meinen Sie wollt, Lee oder Bobby? Verdammte Scheiße, schauen Sie sich die Flitzpiepen doch mal an! Ich finde den hier links von mir eigentlich ganz kompetent, eigentlich. Der da? Danke. Hier. So. Aber ja. Der Typ mit den langen Haaren, Mann? Der Lee? Ja, das Lee? Ja, aber den kennen Sie ihn schlecht, Mann. Lee, Mann, wie heißen Sie eigentlich ganz? Lee Bang. Lee Bang? Lee Mann. Sind Sie nicht Chef von Fuck Fass? Was? Nee. Von was? Sag mal, bist du jetzt rassistisch, bloß weil ich Asiate bin? Oder sind was? Sie nicht Lee Han oder was? Nee, ich bin Lee Bang. Sag mal, bist du nicht der eine Hyäne gekillt hat? Eine Baby-Hyäne? Das ist der Mann, der Omar, ja. Baby-Hyäne, junge Hyäne. Ja, wo ist der Unterschied? Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße, Mann, wenn die nicht mehr 6 Wochen alt sind, kann man die erwürgen, man ist legal. Das weiß doch jeder, Mann. Gesetze halten. Ja. Aber damit kann man sich doch nicht brüsten. Sagen Sie mal jetzt, Sie, mal was anderes. Sie haben doch bestimmt... Ich bin Captain, Mann. Oder Captain, was weiß ich, ist es mir doch egal, wer Sie sind. Es geht mir einfach darum, dass wir... Verdammte Scheiße, Sie sprechen mich richtig an, Mann, wenn Sie was von mir wollen. Was ist mit Ihnen, Mann? Ich weiß nicht mehr, wie Sie heißen. Wissen Sie, warum ich diesen Job mache? Weil ich für Ihren Scheiß-Job überqualifiziert bin. Verdammte Scheiße, Mann. Wir brauchen eine Plexiglasscheibe zwischen uns, so wie rumspucken, Mann. Was ist mit Ihnen, Mann? Heißen, Mann? Reißen Sie sich mal zusammen, Mann. Warum schreit der Mann mich an? Was stimmt denn mit dem nächsten Mann? Weil du auch immer lauter geworden bist. Ach so, Entschuldigung, das hab ich nicht mitgekriegt, ja. Verdammte Scheiße, was ist denn jetzt mit denen? Fangen wir nochmal von vorne an. Ich hab den nicht. Ja. Vielen Dank, Mann. Stell dich mal vor mich, Mann. Es regnet doch gar nicht. Verdammte Scheiße, was wollen Sie jetzt von mir? Verdammte Scheiße, ich bin mein Gesicht. Oh, mein Gott. Scheiße, Mann. Einfach nach vorne halten, den Schirm, Mann. Ich hab so eine Bowlingkugel vor meinem Gesicht. Ich kann nicht mit Ihnen reden, ich sehe Sie nicht, Mann. So, was wollen Sie jetzt, Mann? Eine Bowlingkugel wäre den gerade von hinten nass gemacht. Mann, das ist ein hier. Können wir jetzt endlich mal zum Punkt kommen? Verdammt, das heißt jetzt, labert die noch was vom Soko-Riegel. Was nimmt denn hier nicht? Jetzt muss ich ein neues Schirm nehmen, weil schon sein so nass. Verdammt, wie viele Schirme hast du denn mit? Ja, das heißt, wie viele Farben hat der scheiß Regenbogen, Mann? Naja, so, Tarnfarben halt. Captain. Hier. Also, es geht mir um Folgendes. Wir haben ja bestimmt ab und zu Leute, die einfach überqualifiziert sind für ihren Job. Und die könnten sie doch mal zu uns schicken. Wir brauchen noch Mitarbeiter, verstehen Sie? Verdammte Scheiße, Mann. Verdammte Scheiße, 70% im Polizeidienst kann ich lesen, Mann. Ich wollte nur kurz anmerken. Ja, mein Nacken sei ernst. Nass, aber ich nicht. Natürlich nicht, Mann. Was wir unterqualifiziert... Ich will nichts von deinem Nacken hören. Gut. Scheiße, wenn ich Ihnen unterqualifizierte Officer gebe, dann haben die als Atmen keinen Reflex, Mann, was soll das? Entschuldigung, Sir, ja, bitte ein Taschentuch. Aber was machen wir denn da jetzt? Wir brauchen ja auch noch Leute, verstehen Sie? Wir sind ja für die Sicherheit zu bestellen. Ich schätze, das, was für den Anfang ist alles über Raumtemperatur in Ordnung. Ja, schätze ich auch, Mann. Ja, richtig. Alles, was menschliches Leben verursacht, Mann. Ja. Verursacht? Oh, das hört sich aber ungesund an. Verdammte Scheiße, ja. Sie verursachen was? Leider auch menschliches Leben, Mann. Das können Sie immer von ausgehen, Mann. Ich passe meistens ganz gut auf. Scheiße, Mann, was machen wir denn jetzt? Ich bin Kev, Mann. Achso, er, okay. Nein, ich will nicht wissen, wie Sie heißen. Ich will wissen, wie Sie heißen, Mann. Wer denn jetzt? Mit dem verdammte Scheiße, Mann. Sie, Mann. Er meint dies, Bobby. Nein, ich meine Sie, Mann. Ich bin Kev. Beruhigt euch, die Presse ist auch schon hier. Kev Dolly. Was denn? Kev, Mann. Ja, Kev, Mann. Kev Dolly? Kev Dolly, richtig, ja. Ach du Scheiße. Was denn?
Nichts, ich sag nur, ach du Scheiße. Okay. Okay. Ja. Ja, ich, Scheiße. Ich denke nicht, dass ich Ihnen irgendwas weiterleiten kann. Ja, ich glaube, Sie sind auch momentan nicht so gut besetzt, oder? Ich denke, es ist okay, aber wir haben schon einige Officer, aber wir sind noch sehr wählerisch. Ja, das habe ich so mitgekriegt. Bei Ihnen noch alles in Ordnung? Vielleicht können wir auch ab und zu mal aushelfen bei Ihnen. Ich weiß ja, nicht, alles gut. Nein, ich denke nicht, Mann. Wir wissen ja, wie gut wir mit der Waffe umgehen können. Nein, zeig es Ihnen nach nicht. Nach der Story in dem Emergency Center denke ich nicht, Mann. Was war denn da? Bobby hat doch gut geschossen. Verdammte Scheiße, sie haben da irgendwie rumgeballert, Mann. Verdammte, da mussten sie niedergeknüppelt werden. Ne, Chef, da hast du gemacht. Jetzt reiß ich hab, mich wieder mit. Verdammte Scheiße, hast du da rumgeschossen oder wer ich? Wer hat denn gerade wieder am Polizeiwagen da vorne rumgefuchtet mit der Waffe, dass die nicht erwartet? Okay, ich geh ein Stück weg, Mann. Nein. Oh mein Gott. Und die Herrschaften hier vielleicht noch. Oh Gott, da wird wieder hier zusammengeschlagen. Kommt mal zurück zum Bogen. Noch irgendwas, Wassereis, Kratzeis oder? 3-4-17-4-10-9-2-9-PD. Zusammengeschlagen wird. Ja, kommen Sie einfach später wieder. Mit Hotdogs oder so, Mann. Ich hab Burger heute. Was soll das denn? Den Burger nehme ich rum. Scheiße, Mann. Burger. Nach Hause. Ja, der ist in der Werbebox in meinem Wagen, ne? Klar. Verdammt doch mal, dann holen Sie die her. Ja, wie viele? Willst du einen Burger, Oma? Hier. Zwei Burger, Mann. Fühlen sich gut an. Zwei Burger, Mann. Ja, klar. Sie kommen mit, verdammte Scheiße. 10-4. Bobby, verdammte Scheiße, hör auf zu flyen wie ein Mädchen, Mann. Bist du eine Mussi oder was? Aber meine Mama hat immer gesagt, ich soll mich weghalten davon. Und jetzt. Bobby, ich kann nicht mehr alles Bobby, du blamierst mich bis aufs Süßste, Mann. Was soll denn der Scheiß hier? Da gibt's nicht mehr viel zu blamieren. Alter, also, wir haben, wie gesagt, wir haben nur hochqualifiziertes Personal. Verdammte Scheiße, Mann. Wir sollten langsam gehen. Ja. Ich glaube, wir brauchen Workman. Sagen Sie mal, haben Sie die Probleme auch? Flennen Ihre Mitarbeiter auch ab? Scheiße, Mann, wenn Sie mit mir reden, gehen Sie definitiv nicht näher an mich ran, Mann. Sie kennen doch das Problem. Welches denn? Oh, verdammte Scheiße, Sie kennen es anscheinend nicht. Was wollen Sie nochmal? Verstecke dich hinter mir! Bobby, halt die Klappe jetzt, verdammt! Das heißt, ich versuche hier beruflich was jetzt zu... Jetzt weiß ich, warum der beschissene Anglerhut hat, Mann! Nee, das hat einen anderen Grund. Was wollen Sie denn jetzt von mir? Ich wollte fragen, ob Sie... Ne, aber das haben wir ja schon geklärt. Ich sollte mal Bobby mitnehmen. Verdammte Scheiße! Was zur Hölle? Verdammte Scheiße, Mann! Ja, können wir nicht mehr fahren. So viel dazu und Sie beschweren Sie über mein Personal. So viel zu qualifizierten Mitarbeitern. Ja, richtig. Das war bestimmt das Bone PD. Oh, das... No, war ja, meine Leute. Herr Officer. Bitte Ihre Burger. Ja, war meine Leute. Verdammt, das heißt, der Mann ist hochqualifiziert, den brauche ich. Lass mich auf den Weg, lass mich durch, Bobby. Ja, geh doch. Du kannst schon nicht aufwachen. Du aus, Porke, was ist los mit dir? Ja, du wolltest doch gerade los vorne. Das ist... Scheiße, Mann, du wolltest doch gerade aus, Porke, ja. Und fährst mal auf erneu. Ach, Mann. Ajo. Ich hätte das okay, auch bezahlt, Mann. Sonst noch was oder war es das? Nee, das war's. Siehst du? Okay, man sieht's nicht. Genießen Sie die Ruhe. Danke, Mann. Also kann man doch Bier saufen. So, hab er mir gegeben zwei Burger. Jupp. Hier, bitteschön. Danke, Mann. Gerne auf mich heute. Danke, Oma, Mann. Da ist er, Mann. Pack doch mal die Wumme weg da, ey. Was ist los? Alter, schon wieder die Pistole draußen. Ajo, ja. Ja, der Tony hat ja gerade ein bisschen. Scheiße. Die Tür abgefahren vielleicht, Mann. Sei nicht so gut. Ist nicht so gut gelaufen. Ajo, 3, 4, am 10, besten 20. Schmeißt du dort deinen Mitarbeiter raus, der kann halt auch mal ausparken, genau her. Mann. Ehrlich her, ich will nur sollte diese Bobby mal mit nach Afrika nehmen, auf Hyänenjagd. Yeah. Also Mann, da stehen drei Autos, da stehen drei grüne Autos. Und dann kippst du mir so. Pagger, hast du das gesehen? Können deine Jungs nicht mehr Auto fahren oder was? Verdammte Scheiße, Mann, ich hab nur mitbekommen, dass er da irgendwie die Tür aufgemacht hat und dann froh, dass das Auto da. Ich bin froh, dass ich von den drei Autos vorbeikommen bin. Keine Ahnung, Mann, ich weiß wirklich nicht. Ja, okay. Was, an wen stelle ich jetzt die Rechnung hier? Na, an den Typen, der das Auto gefahren hat, Mann. Oh, ich kann ja okay, alles klar. Ich kenn doch, wie was? Wie? Und du bezahlst das dann oder was? Ich bezahle das auf keinen Fall. Er ist selbst dafür verantwortlich, Mann. Alles klar, du hast ja ein Kindermädchen. Der sagst, du kommst von mir, kriegst Rabatt. Tony! Ja, warte mal, du bist doch der Chef, du, oder? Wollen wissen, was jetzt passieren, wenn der wollen Geld von unserem Tony? Na jo, ich glaub, die hat sich gerade erledigt. Na jo.
Was Schönes zu rar ist immer gut. Ja, ich hab nix. Hey, ja, was will denn die da? Keine Ahnung, Mann. Ist erstmal was Holle für die Toni schreit total rum. Toni, schreit doch nicht so rum, Mann! Ajo! Scheiße, Mann. Sag mal, Pagge, was gibt's bei euch für einen Lohn? Scheiße, Mann, Omar, was verdienst du die Stunde, Mann? $50. $50 die Stunde? Doch, ja, 50. $50 die Stunde, Mann. $50 die Stunde? Jupp. Yep. Nee, scheiße, Alter, dann kann ich den Beruf nicht wechseln, das lohnt sich ja nicht. Nee, so, das lohnt sich gar nicht, Mann. Was? $50 die Stunde, Mann. Omar, das darf ich dir nicht sagen, sonst wechselst du den Job. Nein, werde nicht machen. Ganz bestimmt. Wenn ich überlege, dass mich der Spuckanfall mein Chef sein wird, ich werde... Das ist kein Problem, Mann. Omar kann von den $50 sein ganzes Dorf 2 Jahre lang ernähren, Mann. Oh. 2 Jahre? 5 Jahre? Yep. Oha. Ja, okay, gut. Unter den Umständen kann ich das verstehen. Du, Pagge, aber ich gebe Kev dann mal irgendwann deine Nummer, ne? Wenn wir hier Unterstützung brauchen, dann sagen wir Bescheid. Ja, auf jeden Fall, Mann. Wir haben demnächst irgendwie einen Waffentransport für den Bohen schief. Ja. Und es kann sein, dass wir hier durchs Jukes zurück müssen. Lee, wir müssen die Tür einladen. Ladet mal die Scheiß-Tür ein und dann los. Wir müssen das reparieren, Mann. Irgendwie hast du gehört, ne? Das ist dein Job. Du bist ja, das ziehe ich euch vom Gehalt ab. Wie was? Das ziehst du uns vom Gehalt ab? Ja, natürlich. Warum ziehst du das nicht Bobby vom Gehalt ab? Nee, ich hab's grad schon mit einer Bombeule bezahlt. Ja, so, wir müssen los. Auf geht's. Remy, lang. Okay. Ja. Wir hören uns, Herr Kapitän, Captain. Ja, genau. Bis dann. Nee, tschüss, tschüss. Wir sind doch nicht auf See. Oh, Mann. Verdammte Scheiße, Mann. Was ist das für ein Chaos-Troop? Verdammte Scheiße, Bobby, steig ein! Captain Becker. Yep. Ich hab vielleicht eine brisante Information für Sie. Fahr jetzt los! Warten Sie mal kurz. Tja, Thomas, ja, da haben wir beide viel. Jetzt fahr los! Verdammte Scheiße, Mann, was wollen Sie? Können wir ein bisschen auf Seite gehen? Dafür? Jupp. Omar kann das hören, Mann, das heißt gut. Okay. Also, ich mache Ihnen ein Angebot. Wer sind Sie eigentlich, Mann? Ja, ich bin Rick, der Busfahrer. Ach, scheiße, Rick, Mann. Fuck, Sie ändern jeden Tag Ihren Outfit, Mann. Ja, natürlich. Ich kann doch nicht immer denselben Klamotten rumlaufen. Hier. Also. Was los, Rick? Also, Sie wollen doch, Sie sind doch hinter der Konservativen her, richtig? Was heißt hier konservativ? Ich bin Polizist. Ja, nicht konservativ. Ja, die Kommunisten. Kommunisten, das war das Wort. Was wie Kommunisten? Ja, verstehe ich, Mann. Ja. So. Ja. Ja. Also. Yep. Für $100,000 yep. zeige ich Ihnen ein Nest. Sie wollen, Sie, was für ein Nest, was meinen Sie? Na, ein Nest von Kommunisten, wo ich das ganze Pack rumtreibe. Ein Nest alle. Von Kommunisten, okay. Nest von Kommunisten? Alle Kommunisten. Ja. Können Sie uns wenigstens sagen, um ungefähr wie viele Personen es sich handelt? Yep. Weil wir müssen ja dann planen, ne? Wenn wir wollen durchziehen... Eine ganze Menge. Aber... Ungefähr. Sie müssen das ungefähr einschätzen können, Mann. Hm. Aber Sie wären interessiert an dem Angebot, richtig? Ich will noch wissen... Ich kann Ihnen doch nicht einfach $100,000 geben, Mann. Nee, was ist mit Ihnen? Natürlich, ja, aber wenn ich kann Ihnen auch nicht einfach jetzt so Informationen geben, ohne was im Gegenzug zu erhalten. Rick, Mann. Wir müssen ja aber abschätzen, Rick, ob können machen oder nicht. Rick, Mann. Ich bin zu Ihrem Bus gekommen. Ich habe nach Ihrem Personalausweis gefragt. Wir haben uns über Wrestling unterhalten und alles Mögliche, Mann. Und jetzt kommen Sie mit irgendwelchen hinterfotzigen Angeboten von wegen, Sie wollen $100,000. Was ist mit Ihnen, Rick, Mann? Ich habe doch keine $100,000. Wie soll ich Ihnen $100,000 geben? Omar, kannst du Rick mal sagen, was du die Stunde verdienst? $50. $50, Rick. Scheiße, $50? Ja. Yeah. Fuck, Mann. Wie soll ich? Verdiene ich ja sogar mehr. Ja. Was soll ich Ihnen geben, Mann? Ich kann nicht. Verdammte Scheiße. Wir sind hier auf der Straße und kämpfen für das Gute, Mann. Unser Wagen wurde abgeschleppt. Warum? Standort vielleicht? Ja, wir sind ja schon da. Taxizentrale, wir haben die Kollegen hier. Ja, das ist nicht so. Der steht noch da hinten, Mann. Ja, nicht unser, das ist von den Kollegen. Ich habe einen Abschlepper mit Steifenwagen hinten. Ja, dann... Das sind dann das sollen bestimmt wieder von dieser Schmalzlocke.
Von uns ist da nichts abgeschleppt worden, Mann. Ich glaube, der Streifenwagen haben wir gerade eben hier von den Kollegen. Ja, von den Kollegen, aber nicht von mir, Mann. Ist derselbe okay, ich verstehe ihr Lage. Mit den roten Haaren und Lederjacke. Mögen Sie Benjamin Franklin? Was wie Benjamin Franklin machen? Ich mach den Job nicht fürs Geld, Mann. Nicht? Nein. Der Herr kommt zurück zum Taxistand. Okay. Der Abschlepper jetzt auf dem Weg bei der Tankstelle gleich. Rick, Mann, Sie können mir helfen mit solchen Infos, Mann, aber ich hab nicht $100,000 für Sie, Mann. Ja, aber es muss sich auch irgendwie für mich lohnen. Sie sind ein kleines selbstsüchtiges Arschloch, Mann, Rick. Geben Sie mir doch einfach die Infos, Mann. Wir kämpfen hier gegen anti-amerikanische Kräfte, Mann. Wir sind hinten dran. Oder ich zumindest. Ja, Sie sagen, oh, hey, was ist so, Mann? Vielleicht können wir einige. Fangen an mit kleinen Beträgen. Fährt weiter Richtung Brücke. Ich kann Ihnen. Ich gebe Ihnen $1,000, Mann. Ich gebe 1000 drauf. $2,000, Mann. $2,000, jetzt die Rack-Cash auf Hand. Wieso viele? Verdammte Scheiße, Mann, wir profitieren doch davon nicht, Mann. Sie nehmen uns das Geld privat aus der Tasche, Mann. Das laufen nicht über Staat, laufen über unser Privatkonto. Wir haben keine Möglichkeit, Ihnen einfach über den Staat $100,000 zu geben, Mann. Was ist mit Ihnen? Okay, ich können geben $2,000 aus meiner eigenen Tasche. Verdammte Scheiße, wissen Sie, wie viel $2,000 für diesen ghanesischen Krieger hier ist? Der kann sein Dorf damit 100 Jahre versorgen, Mann. $2,000, ich bekomme 10, 20 Kühe und noch Ziegen oben drauf. Und bekomme noch $1,000 von den Chiefs, sind $3,000. Sind für Anfang erstmal gut. Officer, können Sie mal aus dem Staub geben hier? Ich habe hier gerade ein wichtiges Gespräch. Rick hat die Leute. Wir werden erstmal ein bisschen aufbauen, you know? Und in Zukunft vielleicht dann können es besser gehen. Rick, Mann, ich mache Ihnen anderes Geld. Also müssen wir Manieren beigebracht werden. Ganz kurz nochmal, Rick, Sie geben, ich würde vorschlagen, dran, warum kommt Sie geben uns einfach Infos und Sie kriegen dann gewisse Privilegien, Mann. Jetzt beim Bauhelm. Warten Sie kurz, der Funk. Ich habe das gleiche Problem. Nochmal wiederholen. Ich habe mir meins jetzt leise gestellt. Genau, jetzt am PD vorbei. Ich weiß es nicht. Streife 7 hängt sich dran, sind unterwegs. Ja, übernehme ich gerade gleich. Fährt bei unserem Diner, Diner vorbei. Joe ist da noch vorher. Ja, lass einfach da stehen mit ihren Knüppeln. Und ignoriere sie einfach. Wir fahren jetzt wieder Richtung Nord. Scheiße, in Gruppe 6 oder was? Nee. Scheiße, ist ein Officer? Was? Mit den Knüppeln, Mann! Am Fahrradhändler vorbei, der Kollege, jetzt wieder Richtung Norden hoch. Wo bist du dran? Wie war noch dein Name? Meiner, Marshall, hi. Ja, stimmt, Marshall. Schön. Ja, was gibt's, Marshall? Nichts zu tun? Ich wollte fragen, ob alles super ist. Ich komme gerade in Dienst, da kamen mir zwei Polizisten mit Knüppeln entgegen, ob alles gut ist. Ja, das ist auch normal. Ein ganz normaler Tag, Mann. Ja, hier ist ein ganz normal. So gegen 20 Uhr sind die halt so meistens 20 stehende Knüppel. Jupp. Das ist normal hier. Der Herr, Entschuldigung, wir haben gerade richtige Gespräche. Jetzt Diner vorbei. Ich bin vielleicht kurz zur Seite. Tut mir leid, Mann. Ja, kein Stress, alles gut. Dankeschön, Dankeschön. Zieh die Brücke auf der... Okay, Rick, pass denn auf. Wir können ja eine Beziehung aufbauen. Mann, komm so. Verdammte Scheiße, die scheiß Presse, Mann. Komm an, die bringt mit einem Kann. Wir können hier Beziehung aufbauen. Wir bekommen ein, zwei Privilegien. Also Richtung Kannstelle bei kleiner Brücke. Und in Zukunft, wir können viel zusammenarbeiten. Yep. Und vielleicht in Zukunft, man können auch drüber reden. Kommt gleich zur Tankstelle. Über ab und zu mal vielleicht andere Special Privilegien, you know? Das ist vorher abgebrochen. Müssen aber erstmal Vertrauen aufbauen. Sei jetzt nichts gegen dich, ne? Aber du vertrauen auch nicht jeden X-Beliebigen, oder? Nee, natürlich nicht. Das ist immer das Problem. Und das. Team Spikistan. Ich habe gesehen, dass das mit den Einstellungen jetzt geht. Ich mache das gleich. Oh fuck, warum habe ich das denn gemacht jetzt? Ich habe den Battle.net gelauncht.